Jo, meine lieben Hetlenauten und Nicht-Hetlenauten. Ich habe das Video hier angekündigt. Das ist übrigens mein 5. Versuch, das aufzunehmen. Ich habe vorhin 15 Minuten lang schönes Video gemacht, habe aber vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ja? Aus dem Grund ist es jetzt nicht mehr ganz spontan, weil ich es ja schon mal gemacht habe. Ja, es ist wirklich... Warte mal, ich lasse hier mal ein bisschen Hintergrundmusik laufen noch. Geht das? Ja, mache ich gleich. Also, passt auf. Jetzt gerade sieht so ziemlich jeder, der auf YouTube unterwegs ist, dieses Werbevideo hier. Und das möchten wir jetzt mal zumindest ein bisschen zusammen durchgehen. Denn die ersten Dinge, die dort sind, die sind so faszinierend. Dieses Gerät ist so genial und es erobert die Welt im Sturm, weil es einfach... Das Genialste ist ja, es ist einfach, es ist unfassbar, was man für 49 Euro kriegen kann. Passt mal auf. Dieser 49 Euro WLAN-Booster erobert die Welt im Sturm. Es kann Ihnen superschnelles WLAN überall und zu jeder Zeit innerhalb von 60 Sekunden ermöglichen, für nur einen Bruchteil der Kosten. Und das Beste daran? Es ist so einfach zu bedienen, dass... So, der erste Satz schon. Es kann in jeder Zeit und überall... WLAN oder Internet? Hat er WLAN oder Internet WLAN gesagt? WLAN überall und zu jeder Zeit innerhalb von 60 Sekunden... Warte. Es kann Ihnen superschnelles WLAN überall und zu jeder Zeit innerhalb von 60 Sekunden ermöglichen. Für nur einen Bruchteil der Kosten. Was soll das heißen, für nur einen Bruchteil der Kosten? Für welche... WLAN kostet doch nichts. Ja, WLAN ist doch... WLAN kostet doch nichts. Ist doch im Router mit drin. Das kostet ja nichts. Und das Beste daran? Es ist so einfach zu bedienen, dass jeder es einfach nutzen kann. Sie brauchen kein IT-Studium, um endlich schnelles WLAN in Ihrem Haus zu haben. Entwickelt wurde es von zwei Informatikern. Ja, also jetzt. Also, zwei Informatiker, die bei einem großen Internetprovider gearbeitet haben, haben einen WLAN-Router-Booster entwickelt. Einen, Quatsch, nicht Router, einen WLAN-Repeater. Die zwei Ingenieure haben das entwickelt. Sie haben bei einem großen Internetprovider gearbeitet. Warum steht hier nicht, wie die beiden heißen? Und was das für ein Internetprovider war? Warum wohl? Weil es nicht stimmt. Ganz einfach, weil es Quark ist. ...großen Internetprovider gearbeitet haben. Dort entdeckten sie ein dunkles Geheimnis. Ein dunkles Geheimnis. Okay, passt auf. Ich weiß ja schon, welches Geheimnis das ist. Jetzt passt auf. Provider... Drosselngeschwindigkeit. So. Welche Anbieter drosseln die Geschwindigkeit? Bei Logitel. Also, was ist eine DSL-Drosselung? Üblicherweise surfen DSL-Kunden mit mindestens 16 Megabit. Ja, das ist ja uralt wahrscheinlich, ne? Von wann ist denn das? O2 und 1&1 setzen nur bei einem Tarif ihrem günstigsten DSL-Gebot MyHomeS auf 2 Mbit herunter, wenn ein Datennutzer die Volumen von 100 GB erreicht hat. 100 GB mache ich manchmal in 10 Minuten, aber auch nur bei einem Tarif, ja. Also, es steht auch in den AGBs, man muss es also durchlesen, weil die müssen es natürlich sagen, wenn sie ihre Geschwindigkeit drosseln. Deswegen sollte man ab und zu auch mal die AGBs lesen, ja. Wichtig. Ja, so, ein dunkles Geheimnis. Internetprovider verlangsamen absichtlich. So, und das sieht ja jetzt so aus, als würden es alle machen. Das stimmt ja nicht. Es machen ja nicht alle. Ihre Internetverbindung. Und die machen das auch, den sie anwenden, um sie dazu zu bringen, ihren Tarif aufzustocken. Das machen sie auch nur, wenn ein gewisses Kontingent erreicht ist. Also wenn ihr nie 100 GB im Monat Internet verbraucht, Traffic, ja, was ihr euch reinholt, dann ist es völlig egal, ob der das drosselt. Ich meine, wir hatten heute noch 16 Mbit, das hat ja heute keiner mehr. Das ist ein üblicher Trick, den sie anwenden, um sie dazu zu bringen. Ja, und das stimmt in dem Sinn ja nicht, sondern es ist eher als Fairness wahrscheinlich gedacht. Ja, wenn du 100 GB im Monat wenn du 100 GB im Monat downloaden solltest, dann hol dir doch besser einen größeren Tarif. Der kostet übrigens auch nicht mehr die Welt. Und mehr Geld zu bezahlen. In der Regel geben sie ihnen so, und einen das ist auch, ne? In der Regel geben sie ihnen einen billigen Router. Das ist, und jetzt kommt der mit der Zeit immer langsamer wird. Ja, das ist dort totaler Quatsch. Der Router kann nicht langsamer werden. Ja, wie soll das funktionieren? Außerdem,
Mit den billigen Routes ist es längst vorbei. Die meisten Leute kennen sich ja aus. Ich habe einen 6490 irgendwas und der Router ist nicht billig, der ist toll. Ja, es ist und von Fritz auch noch. Ja, ein wirklich toller Router. Dass es sogar schwierig sein kann, HD-Videos auf YouTube oder Netflix anzusehen. Ihr könnt sogar mit einem DSL-Anschluss von 8 Mbit auf YouTube Videos angucken. Das ist alles Quatsch. Der Informatiker waren von der geldgierigen Einstellung des Konzerns so angewidert, dass sie beschlossen haben, ihre Jobs zu kündigen. Ja, klar. Gemeinsam suchten sie nach einer Möglichkeit, die Geschwindigkeitsdrosselung zu umgehen. Ja, klar, jetzt kommt's. Das Problem endgültig zu lösen. Jetzt kommt's, passt nach auf. Nach monatelanger Entwicklung Tausenden von Beta-Tests war der Range Extend geboren. Genau. Die Kombination aus innovativer Nanotechnik. Genau, Nanotechnik. Ich möchte mal bezweifeln, dass in dem Gerät Nanotechnik drin ist. Fortschrittliche Computertechnik schon mal dreimal, ne? Das ist ein stinknormaler Repeater. Technologie und fortschrittliche Computertechnik ermöglichte es diesem kleinen Gerät, die WLAN-Geschwindigkeit und Reichweite in jedem Haus oder Büro deutlich zu... Also die WLAN-Geschwindigkeit zu verbessern geht schon mal nicht. Wenn der Router... Also die Geschwindigkeit, Reichweite geht natürlich, dafür ist der Repeater ja da. Wenn der Router nur 300 Mbit kann, kann auch der Repeater keine 400 rausholen. Übrigens, das wird auch gleich noch gesagt, ist der Repeater sowieso nur ein 300 Mbit Repeater. Also wenn euer Router mehr kann wie 300 Mbit WLAN, zum Beispiel 600 oder 728, da gibt es so ganz krumme Zahlen, dann verlangsamt der Router eher sogar euren Internet, euer WLAN, weil er nur bis 300 kann. Mehr kann er ja nicht. Ja? Verbessern. Es kann ihre WLAN-Geschwindigkeit auf bis zu 300... Ja, 300 Mbit. Mehr kann der nämlich nicht. Ja? Wenn euer Router schon mehr kann... Hallo? 100 Mbits pro Sekunde erhöhen. Was bedeutet, dass sie ohne Pufferung oder Unterbrechungen online surfen und Videos in hoher Auflösung ansehen können. Das liegt übrigens nicht nur... an eurer WLAN-Geschwindigkeit. Das liegt natürlich auch an eurem Internetzugang. Ja, welchen Internetzugang ihr überhaupt habt. Sie brauchen keine besonderen jetzt kommt's auch noch, pass auf. Fähigkeiten, um das Gerät zu verwenden. Stecken Sie es einfach in eine Steckdose so. Und es wird sich das kann schon mal nicht funktionieren. Es kann sich nicht. Kein Repeater kann sich automatisch verbinden. Das kann kein Repeater. Und der Grund ist ja einfach. Der Repeater muss ja wissen, welches eure Fritzbox oder welches eurer Router ist. Der Repeater kann ja nicht wissen von den ganzen WLAN-Netzwerken. Wenn ihr in der Stadt wohnt zum Beispiel, habt ihr 30 WLAN-Netzwerke, kriegt ihr angezeigt. Woher soll der Router wissen, welcher eurer ist? Und er kann sich nicht mit WLAN verbinden, weil das WLAN ja passwortgeschützt ist. Das kann also nicht, das kann nicht funktionieren. Router verbinden und sofort anfangen ja, zu Ja, das kann nicht gehen. Funktioniert nicht. Die Idee nicht. Hinter diesem Gerät ist genial. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ohne sehr ins Detail zu gehen, indem er ihren Internetdatenbericht an ihren Internetanbieter. Ja, totaler Quatsch. Indem er ihren Internetdatenbericht an ihren Internetanbieter blockiert. Wie soll das funktionieren? Der liegt ja hinter der Box, hinter dem Router. Hier ist es das WLAN-Gerät. Das WLAN-Gerät macht nichts anderes, als das WLAN von eurem Router ans Haus weiterzugeben. Ja, er loggt sich also ein, liest die Routerdaten, liest die WLAN-Daten. Wie soll denn ein Repeater einen Datenbericht bloggen? Das kann ja nicht funktionieren. Das geht nicht. Was es diesem unmöglich macht, ihre Internetverbindung zu verlangsamen. Das ist praktisch so gemacht, dass wenn ihr die 100 GB erreicht haben solltet, bei dem Internetzugang, aber die behaupten ja, es wird immer geblockt, immer. Was natürlich totaler Quatsch ist. Also ich könnte mir das jetzt von den Gedanken her so vorstellen, wenn die 100 GB erreicht sind, dann sorgt der WLAN-Repeater dafür, dass es quasi der Datenbericht nicht mehr geschickt wird, damit die eure Daten nicht drosseln. Das ist Käse. Es ist Käse. Gleichzeitig erhöht das Gerät die Geschwindigkeit ihres WLAN-Signals. So, das kann er nicht. Das kann er nicht. Der Repeater erhöht keine WLAN-Geschwindigkeit. Denn die WLAN-Geschwindigkeit wird vom Router festgelegt. Wenn der 600 hat, dann kann er auch nur 600. Ja, geht nicht. Entschuldigung. Und behebt die toten Ecken, sodass sie überall in ihrem Haus mit vollem WLAN-Signal im Internet surfen können. Hier sehen Sie den Range XTD in Action. Vor dem Einschalten des Geräts zeigt der Geschwindigkeitstest eine wirklich langsame Internetverbindung an. Mit dieser Verzögerung und Bandbreite werden Sie es schwer haben, HD-Videos zu streamen. 0,7. Jetzt pass wir auf. Das Range XTD aus und schließen es an. Es funktioniert. Wie er sich gleich freut, wegen 60 Mbit. Ohne komplizierte Einstellungen oder Kabel. Wir brauchen nicht zu warten oder unseren Computer neu zu starten.
Wir starten den Geschwindigkeitstest. Pass auf jetzt. Wow, er zeigt über 60 Mbit. Der sagt sogar, wow, er zeigt 60 Mbit an. Der Repeater kann aber 300, ja? Pro Sekunde an. Das ist mehr als 5-mal so schnell wie ohne Range Extend. Mit dieser Internetgeschwindigkeit... Und das stimmt auch nicht. Das stimmt ja auch nicht. Ja? Die Internetgeschwindigkeit vom Download hat nichts mit dem WLAN zu tun. Null. 0,0. Also wenn das Internet gerade langsam ist, nützt euch auch ein Repeater nichts. Der macht's Internet nicht schneller. Das funktioniert nicht. Können Sie problemlos YouTube und Netflix in HD anschauen und ohne Unterbrechungen im Internet surfen. Tausende von Menschen auf der ganzen Welt nutzen bereits den Range Extend. Ja, natürlich. Um ihr langsames WLAN in Highspeed-Internet. Ja, in Highspeed-Internet. Um ihr langsames WLAN in Highspeed-Internet zu verwandeln. Solche Werbeversprechen sind Kokolores. Ja, weil sie einfach nicht stimmen. Wenn ihr eine 16 Mbit-Leitung ins Internet habt, macht der keine 300er draus. Mehr wie 16 geht dann halt nicht. Verwandeln. Mit hunderten von positiven Bewertungen. Ja, das stimmt zum Beispiel auch nicht. Das zeige ich euch gleich mal hier. Ja, guck mal, das neue und verbesserte Design sorgt für eine höhere Reichweite. Das Design des Gerätes sorgt für eine und eine deutlich stärkere Verbindung mit bis zu 300 Mbit. Ich bin mir sicher, 95% der Router, die ihr zu Hause habt, können schon mehr wie 300 Mbit. Ja, auch hier unten, ne? Kaufte gerade ein Schmarrn. Rüsten Sie Ihr Internet auf. Das kann ein Repeater nicht. Die suggerieren quasi, dass euer Internet schneller wird, was totaler Quatsch ist, ja. Hier, die verfügbare Menge ist leider begrenzt. Jetzt gucken wir mal, wo die überhaupt sitzen. Also das ist die MyRange XCD, die sitzen in übrigens in Kanada, ja. Soviel ich weiß, sitzen die in Kanada, ja. Die sagen jetzt aber in Kansas, USA. Also da ist die Domain gehostet. Und die ist natürlich geschützt, ja, hier. Who is privacy, ja. Man erfährt also nicht, wer das ist. Was sie allerdings haben, sie haben eine 0800er Nummer, da habe ich mal angerufen, da geht sogar jemand hin. Habe ich gesagt, ich habe mich verwählt. Und hier sitzen sie angeblich in Raleigh, Clifton. So, jetzt kommt, passt auf, die Geschäftsbedingungen sagen aber, dass die unterliegenden Gesetzen der Provinz British Columbia. Und die Provinz British Columbia liegt in Kanada. Ja, die liegt in Kanada. Achso, warte. Ja. Hier. Die liegen in Kanada. Ja, was denn nun? Was denn nun? Aber es lohnt sich ja anscheinend, dass sie eine 0800er Nummer schalten. Es scheinen also wirklich genug Leute anzurufen. Hier, das ist hier im Impressum, ne? Es scheinen also genug Leute anzurufen, dass die Kosten für ein Callcenter rausspringen. Das muss man sich mal überlegen. Passt auf, Freunde der Nacht. Das ist ein stinknormaler WLAN-Repeater. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Ich habe ihn nicht. Ja, ich habe ihn nicht. Aber WLAN-Repeater sind inzwischen wesentlich günstiger zu haben. Und zwar bei Amazon, wo ich auch sicher sein kann, dass ich das Ding wieder zurückschicken kann. Ja. So, der kann schon 867, siehste, und kostet schon nur die Hälfte. Ja, wir gucken mal Fritz, wir gehen mal noch Fritz an, weil ich bin so von Fritz überzeugt. Hier, der kann zum Beispiel auch 300 Mbit, kostet nur die Hälfte, 25 Euro. Ja, der kann 1700 Mbit, kostet dafür aber auch das Doppelte. Der kann 600 Mbit, kostet auch 20 Euro weniger. So, ich frage mich immer und immer und immer wieder, wer auf solche Sachen reinfällt. Es ist mir ein komplettes, vollkommenes Rätsel. Ja, man muss doch sein... Das auch wieder, ne? Wir prüfen gerade. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich qualifiziert für einen Router. Für einen... weißt, ich habe mich qualifiziert. Warum muss ich mich da qualifizieren? Ja? Ich habe leider nicht gefunden, wo das Ding hergestellt wird. Ich habe irgendwo mal... 10% Rabatt hätte ich sowieso gekriegt. Habe ich gesehen... Irgendwo war ein chinesischer Hersteller. Ja, irgendwo, das Ding wird irgendwo in China gebaut für ein paar Cent halt. Gibt es übrigens nicht bei Amazon. Habe ich nämlich schon geguckt. Gibt es nicht bei Amazon. Ja.
Gibt es nicht bei Amazon. Range XTD, passt auf. Amazon. So. Ich muss ja hier hin. Komm her. Range XTD. Den gibt's hier nicht. Ja, ich habe nämlich schon geguckt, ja. Den gibt's hier nicht. Ja. Aber es ist ja klar, die wollen ja Geld sehen, ja. Also, tut mir einen Gefallen. Ich habe unten mal den Fritz-Repeater verlinkt, damit ich ein paar Cent kriege, wenn ihr euch den da kauft. Den habe ich nämlich auch, der ist gut, ja. Und ansonsten gehabt euch wohl einen angenehmen Tag und ich hoffe, dass es jetzt, ich mache es nicht nochmal. Also, jetzt reicht's. 15 Minuten, zack und tschüss. Ich muss Essen kochen. Ciao.